Moin, moin, liebe Gartenfreunde. Gartenrundgang im Mai. Aussaat steht an. Die ganzen Jungpflanzen müssen in die Gemüsebeete verteilt werden. Das alles gibt's hier im neuen Video. Los geht's. Zucchini habe ich dieses Jahr reichlich vorgezogen. Verschiedene Sorten, von ganz grün bis die gestreiften Zucchinis. Auch Alternativen. Normalerweise habe ich die letzten Jahre immer in so Plastiktöpfen das gemacht. Hat sich gut bewährt mit einer Schale darunter. So konnte ich von unten her gießen. Wenig Trauermücken gehabt. Dieses Jahr habe ich auch so Kokostöpfe gehabt von der Firma Rankwerk. Die zersetzen sich anscheinend, die kannst du so wie sie sind in die Erde packen. Das probiere ich dieses Jahr halt eben auch mal mit aus. Viel zu viele Zucchinis für eine fünfköpfige Familie. Ich suche mir die schönsten und stärksten Pflanzen aus, die kommen hier in dieses Beet. Der Rest ist dann für die Kindergärten oder für den offenen Garten, den ich dieses Jahr wieder mitmache. Pflanzen wird man ja meistens immer los. Vor einiger Zeit habe ich mir so ein Multigerät mal gegönnt. Ich weiß gar nicht, aus welcher Firma, aber du kannst haken, du kannst Unkraut abreißen damit und für die Pflänzchen gleich auch Löcher graben. Ziemlich Multitasking, brauchst nicht so viele Gartengeräte. Das Beet hat ungefähr ein Maß von, ich würde sagen, 1,50 Meter Breite mal 2,50 Meter. Ich habe jetzt 15 Pflanzen hier aufgeteilt. Das ist immer noch viel zu viel. Aber erfahrungsgemäß kommen ja doch vielleicht mal die eine Schnecke da vorbei oder ein Kind macht mal Knack. Also mit Schwund muss man rechnen. 15 Stück, wenn es die Hälfte nachher schafft, gut zu tragen ist gut. Und sonst werden sie noch vereinzelt. Dann nehme ich halt eben die ein oder andere Pflanze noch raus. Pflanze ein bisschen Radieschen als Lückenfüller. Das funktioniert immer super. Ich habe hier Pellets. Kleepellets als Dünger, pro Pflanze immer so eine Handvoll. Es hat letztes Jahr auch schon super funktioniert, nur ist beim Klee muss man den halt eben wirklich unterarbeiten. Ich habe den im Gewächshaus, haben die Kinder den verteilt, teilweise nicht ganz untergegraben und dann hat er so eine kleine Pilzspur gehabt. Was ja nicht schlimm ist, hat man wieder untergegraben, aber das sah nicht so schön aus. Aber hier draußen funktioniert das super. Hier im Kürbisfeld, hier habe ich letztes Jahr ja ein Milferbeet angebaut mit Mais, Bohnen und Kürbissen. Der Ertrag war nicht so Bombe, jetzt bleiben die Bohnen und der Mais weg. Jetzt kommen nur Kürbis hierher. Ich habe im Winter schon Hühnermist hier eingegraben. Jetzt kommt hier ein Pellet-Gemisch aus Mist und Schafswolle. Das ist von der Isabella Schafdünger. Die habe ich auf der Botanik Hamm kennengelernt. Und so ein nachhaltiges Produkt finde ich ja immer cool. Und Schafswolle als Dünger wusste ich nicht, dass sowas überhaupt machbar ist. Und das möchte ich dieses Jahr mal bei den Kürbissen unter anderem auch ausprobieren. Und daher wird hier jetzt der Dünger ausgetragen. Und ein Teil der Pflanzen, ein Teil der Kürbisse ausgesät, ausgepflanzt. Bei den Kürbissen, wie auch bei den Zucchinis, habe ich mehrere Sorten. Muskat, Hokkaido, den Butternut oder Butternuss, wie man den auch nennt.
so einen Big Mac, so einen riesengroßen, verschiedene, die mache ich dann auch so Stück für Stück in einzelne Bereiche, damit ich die besser zuordnen kann. Und dann sollen sie hier wachsen. Ringsherum habe ich mir hier so einen kleinen Zaun gemacht. Da wachsen jetzt Buschbohnen. Das soll eine natürliche Hecke ergeben. Auch damit die Kinder hier nicht immer überall rüberlaufen. Muss man ja, Kinder muss man wie Hühner manchmal auch einzäunen. Und das funktioniert hier ganz gut. Lass das ein bisschen wachsen. Und dann kann man das zudem ja auch noch ernten. Die Kürbisse erntet man ja meistens nach den Buschbohnen. Und somit haben wir gleich doppelten Nutzen. Jetzt erstmal den Dünger austragen, ein bisschen unterarbeiten und dann kommen die ganzen Kürbisse her. Auch wie bei den Zucchinis, viel zu viel für dieses, in Klammern, kleine Beet. Ich habe hier 20, 25 Pflanzen ausgesät. Das ist eigentlich viel zu viel. Aber wer weiß, wenn da doch die ein oder andere Schnecke kommt oder ein bisschen Dürre. Heute zum Beispiel ist es echt warm. Ich schwitze mich schon hier ein ab. Wenn da noch ein oder zwei eingehen, ist das nicht so schlimm. Kürbisfeld bepflanzt ist jetzt fertig. Kennt ihr die Inka-Gurke? Die Inka-Gurke, also ich kenne sie nur unter dem Namen Inka-Gurke. Ich habe sie als Saatgut letztes Jahr geschenkt gekriegt, habe sie in mein Gewächshaus getan und mich gefreut, dass es auf einmal grün wurde. Und Ende des Sommers habe ich diese Pflanze verflucht, weil ja, alles grün war. Also sie hat das ganze Gewächshaus bewuchert. Die ist explodiert und ja, das war ein Fehler, die im Gewächshaus einzusetzen. Dann war ich auf der Gartencon in Bad Zwischenau im Park der Gärten und da habe ich sie draußen gesehen, wie sie als Bogen für einen Garten dienen sollte. Also sie war über so einen Bogen gespannt und wucherte da richtig cool und das sah richtig schick aus. Und damit habe ich dann Saatgut jetzt vorgezogen. Das sind kräftige Pflanzen geworden, mehrere. Und die werde ich jetzt am Wachtelstall von außen ranpflanzen und dadurch einen natürlichen Sonnenschutz für die Wachteln jetzt im Sommer machen. Zudem kann ich die gurkenähnlichen Stücke ja auch ernten. Geschmacklich sind sie jetzt nicht so Bombe. Also man kann, es ist Geschmackssache, ob man die mag. Also meine Kinder mögen sie nicht. Mal so als Snackgurke, ja, aber ich will sie eher als natürlichen Sonnenschutz verwenden. Deswegen hinter mir Wachtelstall einbuddeln. Jetzt geht's ins Gewächshaus. Kommt mal mit. Ja, das ist mein Erdgewächshaus. Ich habe im Winter hier mit einer Spezialfolie, eine etwas festere Folie, das Holz abgetackert, um es mehr zu isolieren. Das hat richtig geil funktioniert. Leider jetzt, wenn es wärmer wird, funktioniert es genau umgekehrt. Es ist so warm hier drin. Aber ja gut, das ist ja auch gut für die Pflanzen, wenn es schön warm ist. Es ist kein Durchzug hier. Ich kann die Tür auflassen. Ich habe da hinten ein Fenster, das kann auf. Das hat so einen automatischen Öffner. Also eigentlich alles ideal. Ich habe dieses Jahr mal ausprobiert oder möchte dieses Jahr mal ausprobieren, einen kleinen Komposter in die Mitte des Gewächshauses zu setzen. Das ist einfach nur ein Holzrahmen, ein Holzgestell ringsherum. In der Mitte ist dann Sand und dort sollen die Pflanzreste rein kompostiert werden und ich kann mir das dann halt eben von unten her rausholen und weiterverarbeiten, wenn das dann kompostiert ist. Oder was auch immer. Aber ich muss nicht wegen jedem einzelnen Halm extra nach draußen laufen oder irgendwelche Eimer hin und her schleppen. Das ist ein kleines Projekt. Mal sehen, ob es funktioniert. Die Schale hier oben drauf hat den Hintergrund, wenn ich etwas ernte, das habe ich im letzten Jahr gemerkt, so wenn du so 10, 15 Tomaten hast,
Das passt nicht alles in eine Hand. Dann kannst du es immer zwischendurch hier ablegen und weiter ernten. Und nachher holst du dir einfach nur ein Tablett und füllst das um und nimmst das damit rein. So eine Art Tisch im Gewächshaus. Mal gucken, ob es sich etabliert, ob es sinnvoll ist. Muss man gucken. Das schöne Gerät ist ja die Gewächshausheizung, die ja von den Kosten her explodiert war. Ich habe es ja ausprobiert und die Kosten waren zu hoch, sie das ganze Jahr laufen zu lassen. Aber ich habe Ende April habe ich sie angefangen anzustellen. Ich habe einen Frostwächter damit integriert und somit konnten die Pflanzen halt eben schon sehr, sehr früh raus. Ich hatte sie nicht mehr im Haus, sondern permanent im Gewächshaus. Ich sag mal, das sind nachher bei 20 Euro vielleicht, wenn es hochkommt, die mich das Ganze jetzt gekostet hat, aber es ist halt eben schon früher draußen gewesen. Ja, und wie ihr vielleicht schon seht, hier vorne sind schon Gerüste aufgebaut. Ich habe die ersten Gurken vor 2 Tagen schon eingegraben, eingebuddelt. Jetzt habe ich hier noch diverse Tomaten, die müssen hier aufgeteilt werden. Paprika und Peperoni sollen noch integriert werden. Das machen wir jetzt schnell mal. An Tomatensorten habe ich, ich glaube 16 Stück. Da sind altbewährte dabei, die ich schon die Jahre davor hatte und auch ein paar neue. Die Gargamel-Tomate zum Beispiel, die Journey Prince, das sind so, die ich letztes Jahr hatte. Ich habe eine Silbertanne, eine... was war das jetzt hier? Genau, Gargamel, die milde Azteke. Wir haben Antenhorn, eine Honigtomate. Das sind so die Tomaten fürs Gewächshaus. Ich habe noch die Johannisbeertomate, die kommt raus. Das ist ja so eine ganz, ganz, ganz kleine. Perfekt für Kinder. Und noch die anderen oder Blush Tiger, genau. Die Blush Tiger, die kenne ich noch nicht. 16 Stück. Mal gucken, welche am besten wächst. Alte, die ich sonst schon hatte, oder vielleicht neue. Muss man mal gucken. Auch hier wird wieder der Schafsdünger verwendet. Pro Pflanze immer eine kleine Handvoll dazu. Ich habe dieses Jahr im Gewächshaus keinen Kreis gesetzt. Ich hatte letztes Jahr ja extra so ein Feld gemacht, wo man lang gehen kann. Das Problem ist, dass die Kinder das immer als Rennstrecke genommen haben und mir ziemlich viel kaputt getreten haben. Ich aber auch mit meinem dicken Hintern bin immer überall hängen geblieben. Jetzt mache ich mir tatsächlich nur 2 Wege mit Sackgassen. Also einmal um den Komposter rum zu den Gurken und einmal vor dem Komposter zu den Tomaten. Mehr nicht. Und alles andere bleibt locker, flockig für die Tomaten oder für die Pflanzen allgemein. Lässt sich auch ein bisschen einfacher sauber halten, wenn ich nicht so viele Wege habe. 2 feste Trampelpfade, mehr nicht. Ihr hört es vielleicht hinter mir schon gluckern. Ich habe ja draußen Regentonnen stehen. Und dadurch, dass das Erdgewächshaus tiefer ist, habe ich mir hier einen Schlauch reingelegt. Und der Schlauch, der plätschert hier jetzt überall hin und macht den Boden nass. Da wo ihr jetzt steht, ist die Tür. Hier vorne habe ich jetzt 4 Sorten Tomaten. Hier vorne auch 4 Sorten. Und dann im hinteren Bereich die Gurken. Und um den Kompost herum habe ich mir verschiedene Paprikasorten, eine Chili und ein paar Basilikumpflanzen noch integriert. Und dann wollen wir hoffen, dass das jetzt alles anwächst. Es muss noch ein bisschen wachsen. Und nach einer Woche ungefähr, dann kommen die Rankgerüste ran. Das ist jetzt noch ein bisschen zu früh. Außerdem, wer weiß, wenn noch eine Pflanze eingeht, dann brauche ich da ja noch kein Rankgerüst zu installieren. Aber jetzt sind wir im Gewächshaus fertig. Jetzt geht's nach draußen. Die Freilandtomaten, ich habe hier so Balkonkästen, da waren letztes Jahr auch schon Tomaten drin und das hat gut funktioniert. Direkt an der Metallwand, hier ist es windgeschützt,
Er kriegt nicht 100% Sonne, die Pflanze. Hier sollen jetzt die Tomaten rein, die freilandtauglich sind. Unter anderem auch die Johannisbeertomate, weil die können die Kinder hier super naschen. Ja. Gucken wir mal. Das ist die. Ja, alle Tomaten sind eingepflanzt, Zucchinis, Kürbisse, Paprikas, Gurken. Das ist doch schon eine ganz schöne Arbeit, so ein kleiner Selbstversorger. Vor allen Dingen, wenn man das ein bisschen im größeren Stil macht und nicht nur einen kleinen Balkon hat. Aber es macht ja auch Spaß und ich freue mich auch schon auf die Ernte. Ich zeige euch jetzt nochmal ein bisschen den Gemüsegarten. Lass uns mal darüber gehen. Viele Sachen sind schon ausgesät. Ich habe Mangold ausgesät. Einige Pflanzen vom letzten Jahr sind auch wiedergekommen. Hier hinter mir, ja, mein Sohnemann, der hat, oder einer meiner beiden Söhne, hat mir das Beet geklaut. Er sagt, er will ein ganzes Beet für sich haben. Gut, soll er kriegen. Wir haben extra lange Stiele genommen, weil man gleich erkennt, dass da etwas wächst. Auf den Stielen steht dann das, was man da ausgesät hat. Und selbst wenn die Pflanze nachher größer ist, kann man immer noch gut erkennen, was es denn ist. Hier hinten der Draht, das ist ja ein Kaninchendraht, den man eigentlich zum Einzäunen von Kleintieren hat. Das benötigen wir gerade nicht und wir machen daraus einen Zweckentfremden, nämlich als Ranghilfe für die Zuckererbsen. Er liebt Zuckererbsen und hatte sich das dann so überlegt und hat sich das dahingestellt. Jetzt können die Zuckererbsen hochwachsen und gut daran, ja, sich festhalten und wir hoffen, dass da eine gute Ernte entsteht. Hier vorne ist ein Bambusgerüst. Wir haben uns Bambusstöcker besorgt. Ich habe die mit ein bisschen Band zusammengebunden. Und dort sollen nachher die Stangenbohnen hochranken. Das funktioniert ja auch sehr gut. Ich habe letztes Jahr ganz normale Eisenstangen genommen. Das sah optisch nicht so toll aus. Mit dem Bambus ist das natürlich ein bisschen natürlicher. Ja, mal gucken. Gemüsegarten. Ja, es gibt so viel zu erzählen. Aber ich will das Video nicht in die unnötige Länge ziehen. Ihr habt ein bisschen gesehen, was mein täglich Brot im Selbstversorgerparadies ist. Tipps und Tricks vom Gartenpapa in den nächsten Videos. Lasst gerne mal ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.